Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Dieses Mal möchte ich etwas zu den Straßen und der Dichte erzählen. Ich habe einige Mails erhalten, dass das für viele noch unklar ist, welche Dichte und Einkommensschicht man denn braucht. Deswegen wollte ich das hier jetzt gerne einmal zeigen. Ich bin hier im Baukastenmodus. Und zwar ziehe ich hier einmal jeden Straßentyp entlang. So, das Ganze jetzt auch noch mal in diese Richtung. Ich werde euch gleich zeigen, wieso ich das hier mache. So. Und zwar sehen wir hier jetzt die ganzen Stoppschilder. Ich zoome mal ran. Und die Ampeln. Und hier könnt ihr sehr schön sehen, welche Straße vor welcher Halt machen muss. Wir nehmen einfach mal als Beispiel hier diese Straße der mittleren Dichte. Wir sehen ganz klar, hat der Weg hier ein Stoppschild. Also hat diese Straße der mittleren Dichte hier Vorfahrt. So, bei der nächsten Straße, das ist diese hier, Straße mit niedriger Dichte, hier ist das genauso. So, hier sehen wir jetzt, hier haben wir diese Straße jetzt in alle Richtungen. Hier sind jetzt überall Stoppschilder. Also hier halten die Autos an jeder Straßenkreuzung. Ein weiter, jetzt haben wir hier die Straße mit hoher Dichte. Hier sehen wir, hier hat sich das jetzt geändert, dass die Straße mit hoher Dichte Vorfahrt hat vor der Straße mit mittlerer Dichte. Und hier sehen wir sehr schön, dass jetzt unsere Straße der mittleren Dichte hier das Stoppschild hat vor der Avenue. Das müsste diese hier sein, vor der Hauptstraße. Das ist vielleicht ganz gut zu wissen, wenn ihr Stauprobleme habt, dass ihr die angebundenen Straßen an den Hauptstraßen vielleicht nicht komplett upgradet, sondern vielleicht bei der mittleren Dichte belastet, damit die Hauptstraße immer schön den Durchgangsverkehr hat. So, und hier sehen wir jetzt lauter Ampeln. Leider sind die Ampelphasen festgesetzt. Also die Autos warten auch auf das Grünzeichen, obwohl sie eigentlich fahren könnten. Deswegen ist das mit den Stoppschildern ja, besser, weil die Autos dann fahren, wenn frei ist. Aber hier halten sie sowieso und dadurch staut sich sehr vieles in der Stadt. Hier sehen wir, hier gibt es auch noch Ampeln. Und hier sehen wir jetzt nur das Stoppschild. Also danach könnt ihr euch so ein bisschen richten. Hier alles voller Ampeln. Versucht so zu bauen, dass die Straße, die an die Hauptverkehrsstraße anliegt, möglichst nur ein Stoppschild hat. Optimal wäre dann dieses hier. Das ist die Straße der mittleren Dichte hier. Hat hier ein Stoppschild. Und die Hauptstraße hier hat freien Zugang, freie Durchfahrt. Das sollte den Verkehr doch im Fluss halten. Probiert das Ganze mal aus. Wenn ihr hier so eine Durchfahrtsstraße habt, baut nicht überall diese Hauptstraßen quer voll. Da habt ihr überall diese Ampeln.
zeige das hier vielleicht mal. Wenn ihr zum Beispiel hier die Durchfahrtsstraße habt, habt zum Beispiel hier am Anfang diesen Weg angebaut und dann hier euer Wohngebiet zu bauen. Und wenn ihr das Ganze dann updatet, achtet doch darauf, dass ihr diese Straße nicht auch komplett updatet. Denn hier, dann haben wir hier, ihr seht es, Ampeln. So, jetzt habt ihr es gesehen, jetzt haben wir hier nur ein Stoppschild. Das heißt, dass die Hauptstraße jetzt einen besseren Durchfluss hat. Also versucht möglichst so zu bauen, dass die Abgangsstraße von der Hauptstraße ja auch nicht zu kurz ist, damit die Autos hier nicht schon Stau verursachen und die hier auf der Hauptstraße stehen, gar nicht abbiegen können, sondern lasst so ein bisschen ein Stück übrig und haltet sie denn auf mittlere Dichte, damit ihr nicht so viele Stauprobleme habt. Und das Ganze dann im Wohngebiet, kann man das Ganze dann auch machen. Wenn ihr hier euer Wohngebiet habt, ist das jetzt hier sozusagen eure Hauptstraße. Dann upgradet nicht diesen Weg voll. Ihr seht, jetzt hat sich hier wieder eine Ampel gebildet. Sondern geht einen Schritt zurück. Das ist jetzt die Straße der mittleren Dichte. Je nachdem, wie viel Platz ihr habt, reicht das erstmal völlig aus. Die Häuser brauchen eine gewisse Zeit, um in die mittlere Dichte aufzusteigen. Habt da ein bisschen Geduld. Aber versucht ihr wirklich, so ihr seht das, so habt ihr auch hier diese Durchfahrtsstraße frei. Hier haben wir wieder das Problem mit den Ampeln. Einfach einmal runter. Auf beiden Seiten natürlich. Ihr seht, hier ist trotzdem noch eine Ampelanlage. So, jetzt ist sie weg. Das sollte ein bisschen gegen den Stau helfen. Das Problem haben noch sehr viele mit dem Stau. Leider hat der letzte Staupatch da nicht wirklich viel gebracht. So, das wollte ich euch nur mal zeigen. Das war's hierzu. In dem nächsten Video zeige ich euch die Einkommensschicht. Und was da zu beachten ist mit der Straßendichte und so weiter. Ein paar Zahlen gebe ich auch. Wie viele pro Einkommensschicht in welchen Gebäuden gebraucht werden. Also freut euch auf die nächste Folge. Macht's gut.